Also mir macht tatsächlich am meisten der Rückenwind zu schaffen. Also mir macht alles zu schaffen. Tatsächlich, der Rückenwind ist okay. Okay. Also hauptsächlich, weil er bei mir nicht eingesetzt hat. Ja. Hallihallöchen, willkommen zurück hier in der Mitte der Map, würde ich sagen. Und wir sind wieder zu dritt, liebe Freunde. Ich begrüße den hoffentlich gut erholten Kevin. Hallöchen, Kevin. Grüße, Beschwörer. Akzeptabel. Hä? Und ich begrüße den Pessimismuskönig Benny. Hallöchen, Benny. Hallo. Ist alles scheiße. Ja. Die Welt ist im Wandel und wir werden alle drunter leiden. Aber nicht heute, denn heute geht's Richtung Eisareal. Und unser Plan ist tatsächlich, wir werden jetzt erstmal ein ganzes Stück hart der Story folgen. Ne? Weil wir müssen hier mal ein bisschen zu Potte kommen. Und das heißt, wir müssen den letzten der Top 4 klatschen. Und das ist Levi, unsere alte Zahnpasta-Friese. Und ich weiß nicht, wie nah ihr rankommt, aber ich muss mich wahrscheinlich vom Polar frei auf Klassenzimmer 1. Ich bin auch da, ja. Okay, dann, bin schon jetzt, vor Ort. Dann müsst ihr jetzt leider 2-3 Sekündchen überbrücken, weil ich war noch nie da. Warte mal, ich muss sowieso noch kurz versuchen. Ich bin eh noch nicht ganz so weit. Okay, warte mal, wer quatscht, weil wenn ich jetzt hier stehen bleibe, musstest du ja wieder überbrücken. Also nutze ich die Zeit, die du sowieso hast und geh schon mal gerne. 3, 4. Das sind jetzt schon mehr als 2-3 Sekunden, ne? Ne, ist mir doch egal. Bin ja eh noch nicht da. So, na dann. So dumm eigentlich. Ach Mist. Wie geht denn hier springt? Hä? Also ja, ich habe das Spiel lange nicht gespielt. Hä? Mit B? Mit B? Mit B? Hä, ja, wieso hat er. Oder war ich gerade zu. Okay. Nee, war gerade wild. War gerade wild. Alles gut, bin wieder drin. Ist schön. Hä, wo ist denn jetzt mein. Ach, was sind meine ganzen Items? Dort, wo du nicht bist. Ja, offensichtlich, aber. Die hast du nicht aufgeräumt, nicht deswegen hast du Mutti in den Müllsack getan und weggeschmissen. Ich dachte, bei Kleinanzeigen verkauft für 6,50. Na gut, ne? Ja. Oh, ich bin viel zu weit nördlich, egal. Ah, ich seh's. Ich habe übrigens ein kleines Update zu unserer letzten Folge. Die letzte von Kevin gab's ja quasi nicht. Das heißt, da ist jetzt immer eine Folge Unterschied, falls ihr euch das gefragt habt. Wir haben ja das Luftrennen gemacht und haben uns am Ende gefragt, irgendwie gab es doch noch ein Rennen mehr. Also ich dachte zumindest, es gab noch ein Rennen mehr. Und ich hatte recht. Kevin, du musst mal kurz weggehen, bitte. Mehr. Aber das kriegt man leider erst, nachdem man die Story abgeschlossen hat. Und das finde ich ultra dumm. Weil ich finde, der Benefit, den man dafür kriegt, ist eigentlich ganz nice. Danke. Und dass man halt so vieles von den geilen Sachen erst nach Ende der Story freischaltet, ist irgendwie ein bisschen Quark, weil dann hören die meisten Leute auf zu spielen. Aber das ist halt auch schon Tradition bei Game Freak. Da hat er auch wieder recht. Da ist was das dran. Feature, das sich die Leute mit Abstand am meisten gewünscht haben, war ja einmal, dass man einen Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Und Game Freak dachte sich, okay, wir hören auf die Fans, machen wir. Also musst du erstmal das Spiel durchspielen, schwarz. Und dann brauchst du jemanden mit einer weißen Edition, der auch das Spiel durchgespielt hat, mit dem du dir dann den Modus freischalten kannst. Ich dachte gerade, ja, ich war gerade mental nicht dazu in der Lage zu erkennen, dass schwarz das Spiel beschreibt und nicht das schwarze durchgespielt. Ich aber auch nicht. Ich auch nicht. Legal unter der Hand durchgespielt. Du hast es legal durchgespielt, du kriegst keine Schwierigkeitsgrade. Ist also ein Schwarzmarkt kaufen wir. So, wir sind übrigens alle da, lieber Kevin. Nice. Ja. Nein, da ist ein Vorbiegel. Wartet. Hä? Ja. Was denn? Es ist mir in den Weg gelaufen. Also, so wie holy shit, da ist ein Farbige. Mein Leben ist komplett verändert. Ich muss es fangen, in mein Team aufnehmen und meine komplette Taktik umstrukturieren. Okay. Nee, eigentlich war es mir nur im Weg. Willkommen auf dem Polarplatz. Wir sind das Team von Levi von den Top 4. Ah, du musst Matze sein. Du bist doch hier, um dich der Blaubeerliga zu stellen, oder? Synchronisiere übrigens das Duraludon. Die Teilnahmegebühr für die Top 4 Challenge beträgt 50. Entschuldigung, ich war scheiße in Mathe. Ist das in Ordnung für dich? Ja, okay, ausnahmsweise. Ich habe mal Nein gedrückt, hat nicht funktioniert. Dachte ich mir. Momentchen, nicht so schnell. Sie darf umsonst mitmachen. Immerhin hat sie mir schon ordentlich Meth verkauft. Bist du dir... Nee, warte, das ist Matze. Sorry. Bist du dir sicher, Levi? Das widerspricht dann aber den Regeln.
Ich bin gerade ein bisschen arg high, aber auf die Regeln, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich übernehme die Gebühren, ist das okay? Naja, okay. Wenn ich an mein Drogengeld komme, ist mir das egal. Dann mache ich auch mal eine Ausnahme. Hey, danke, das ist gut bei mir. Das ordentliche Gras kommt dann bald. Mit meinem Stahlarm zerschlagen. Zukünftiger Meth-Champ. Komm, gehen wir mal zum Kampfplatz. Alte Schabracke. War ich nicht eigentlich Levi? Nee. Nee, ich glaube nur temporär mal irgendwie, als Benny, glaube ich, weitergekämpft hat. Okay. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich den Drogen hatte. Also Benny hat das aus Levi den gemerkt. Ultimativen Meth-Head gemacht, das erinnere ich mich auch noch dran. Mhm. Zieh dir diesen heftigen Kampfplatz rein, Mensch! Okay. Eigentlich ist er nicht viel anderes als die anderen Kampfplätze. Ein bisschen kälter und mit deutlich mehr Drogentoten. Und Nadeln, musst du aufpassen. Ich mag so eisiges Wetter. Ist ziemlich unüblich für jemanden, der auf Drachen-Pokémon spezialisiert ist, ne? Tja, so bin ich halt. Unberechenbar, weil ich mir die ganze Zeit Börne voll knall. Aber du bist wegen meiner Top 4 Challenge hier, nicht um dir mein Gelaber anzuhören. Bei meiner Top 4 Challenge dreht sich alles um Drogen. Exklusive Kuppelkämpfe. Die Regeln sind risch einfach. Wenn du gegen meine drei Buddies aus der Liga AG gewinnst, hast du bestanden. Das war's. Aber du kannst nicht immer jedes Pokémon einsetzen, worauf du Bock hast. Nur wilde Pokémon, die du in der Terra-Kuppel gefangen hast, sind erlaubt. Außerdem musst du sie selbst gefangen haben. Wenn du Pokémon im Team hast, die diese Anforderungen nicht erfüllen, gibt's auch keine Challenge für dich. Ja, ich weiß, die Regeln sind scheiße, die Regeln sind nervig und ich hab's mir ausgedacht, um genau dich zu piesacken. Die anderen müssen es nämlich nicht machen, du Arschloch. Dann, das wäre doch total lahm, wenn du einfach mit dem überlevelten Pokémon durch die Challenge rauschen könntest. Und deine Gegner müssen dieselben Regeln befolgen. Klingt fair, denkst du nicht? Weißt du, Levi vor 2 Sekunden noch, komm, Regeln sind mir doch heute scheißegal, Junge, ich bezahle die Top 4 Challenge, aber mach meinen Regeln, da musst du schon mitmachen, Junge, also so geht's nicht. Ja, das sind ja seine Regeln. Naja, ist richtig. Willst du dich meine Top 4 stellen, oder was? Sonst gibt's kein Meth, kein Crack, nischt mehr. Quelle versinkt. So, aber ich mach mal los. Ach, bitte lass mir nicht nochmal. Sauber! Na dann geht mal auf eure Posten, ihr drei! Hallo! Genau. Bin soweit! Fangen erst nochmal ein Pokémon neues Team aufstellen, kurz verändert dies das. Du wirst leichter mit meiner Challenge haben, wenn du sie mit Verstand, aber entspannt angehst. Erstmal einen Dübel drehen, das entspannt total. Wenn du dich gleich in den Kampf stürzen willst, dann lass es ordentlich krachen. Da würde ich doch was anderes empfehlen. Du kannst aber erst noch eine Runde durch die Kuppel drehen und Pokémon fangen. So oder so, bleib chillig und hab Spaß. Und viel Erfolg. Anscheinend war ich ein bisschen schneller als ihr, ne? Kann gar nicht sein. Aber ja, das war tatsächlich der Grund, wieso ich am Anfang so ein bisschen darauf uns darauf hingedrückt habe, dass wir hier unsere Pokémon tatsächlich selber fangen, keine Pokémon tauschen. Natürlich kann man jetzt nur für die Challenge auch einfach nochmal ein extra Team aufbauen, um die drei Trainer hier zu besiegen. Finde ich aber irgendwie dumm. Naja, das gibt gar keinen Sinn. Macht jeder, den er will? Ich habe jetzt mit dem in der Mitte angefangen, einfach weil ich nicht so weit laufen wollte. Okay, ich habe mit denen ganz rechts angefangen. Okay. Fair. Naja. Ist ja auch egal, wir müssen eh alle drei besiegen, ja? Die Reihenfolge ist ja egal. Das ist richtig, es ging eher um die Synchronisation, aber die hat sich jetzt erledigt. Ja, die ist durch, wir kämpfen einfach. Synchro-Schmünkro. Ja. Ach so, das sagst du auch immer? Pokémon. Das sag ich permanent. So, warte mal, es schneit ja jetzt hier von Haus aus, ne? Ja. Ich glaube, ja, sicher? Doch, ich glaube, das hat er gerade hier gesagt. Es fängt an zu schneien, hieß es gerade. Also bei mir schneit es nicht, aber gut. Okay. Na, vielleicht habe ich auch gerade das Wetter einfach nur. Kann auch sein. Ist natürlich total beschissen. Für dich ist es schlecht, ja. Für mich nicht so sehr. Erstmal boosten hier gegen die zwei. Erstmal Schmerzhals rausholen. Ja. Nee, ist richtig. Richtig und wichtig, sage ich immer. Erstmal boosten hier. Gut, das Boost, das hat ja gar nichts gebracht. Das Lichtschild, der ist ja One-Shot down. Haha, Noob, Alter. Ich boost mich erstmal mit dem Schwerttanz, würde ich sagen, weil Safety first, ne? Leute, der macht hier null Damage. What?
How are the odds, weil er mit einer Triplette mein Kraftwerk eingefroren hat? Are you, come on, Alter! What? Triplette, Junge, ist für dich. Alter! Also jetzt nicht sein Ernst! Was ist denn sein Problem, man? Ja, was auch immer, Alter. Ist das eine Idee? Nee, es ist ja doch, nee, egal. Meine Güte, ey. Nochmal zweiten Schwertanz, ich gehe jetzt in den vollen hier. Ich muss erstmal meine Pokémon auswechseln, weil es ist halt eins eingefroren, ne? Was soll ich machen? Scheiße, der hat zweite Mal Grimasse eingesetzt. Also, ich glaube, ich muss das nochmal auswechseln vorher. Ich kann dir die Odds aber sagen, Kevin. Es ist, besteht eine 30%ige Chance, dass einer der drei Effekte eintritt. Das heißt, also das, was passiert, die Chance ist 30%. Die Chance, dass du eingefroren wirst, und zwar genau eingefroren, das ist dann 10%. Hm? Mm, toll. So, also ihr habt gerade gegen den zweiten gekämpft, ne? Rechts. Also den ganz rechts. Gegen den ganz links. Ach so, okay. Also ich bin jetzt. Den komplett blau, den blonden Typ in blau. Okay, na die mittlere Tussi, die war relativ einfach, fand ich. Der ganz rechte war auch total easy. Ach so, den hast du auch schon? Jetzt gerade eben. Okay, na dann gönne ich mir jetzt mal den blauen, weil Benny scheint zu strugglen. Ich habe einfach nur zweimal Schwertanz eingesetzt. Ich habe ein bisschen Zeit gelassen. Ach, das haben wir nur zwei Pokémon. Ja, eben. Ich muss so viel machen. Deswegen musst du ja nichts machen. Du musst sein Team erstmal komplett auf 6 und also. Das wusste ich nicht. Entschuldigt bitte. Hat ja Lord Augen Pikachu. Auf. Weiter Berufswahl. Ah, ich habe Eisheiler. Cool. Der Craig. Er sieht aus wie ein Craig. Okay, irgendwie. Dann. Brauche ich das aber auch nicht vorne reinzusetzen, dann machen wir hier das da. So. Mache ich auch mal den blauen Typen hier als nächstes. Ach so, nee, natürlich fängt es an zu schneiden, wenn ich Frau Holle vorne habe. Nee, alles gut, never mind, ich bin dumm. Oh, lol. Okay, wenn ihr jemanden zugucken wollt, der wirklich Ahnung von dem Spiel hat, dann nehmt einfach meine Folge. Der eine, wow. Der weiß nicht, dass die Gegner nur zwei Pokémon haben, der andere weiß nicht, dass sein Team selber also aber, Schnee anmacht. Hat aber recht. Weißt du, nachdem ich Benny also vor zwei Folgen übelst kackfrech die Zuschauer zu mir geklaut habe, klaut sie mir Kevin jetzt einfach wieder weg? Ja, aber I mean. Wenn man das halt so macht. I mean. Not gonna lie. Also, wenn ihr eine aktuelle Folge gucken wollt, dann bleibt lieber bei mir, weil bei Kevin hängt mir eins hinterher. Das wollt er ja nicht. Whoa. Das ist sehr effektiv. Nein, das hat ja Robustheit oder was? Ja. Oh, meine Güte. Dem kann man entgegen, weil es einfach nicht one-hitted. Na, das kann ich nicht. Na, doch. So, mach ich mal in der Mitte weiter. Das kann einfach nicht sein, hast du gesagt. Ja, in der Mitte war übrigens einfach, ja. Den ganz links habe ich jetzt auch schon. Also, du hast. Achso, der Kevin fehlt dann auch die in der Mitte, ne? Genau. Okay, na mir fehlt jetzt noch der ganz rechts, dann sind wir durch. Ich brauche nur die in der Mitte und ganz rechts. Zwischendurch noch zwei Tränke werfen, aber sonst. Ich muss zwischenzeitlich mal die Attacken ein bisschen ändern. Das Lustige ist, Tränke muss ich überhaupt nie reintun. Es ist noch nicht mal eins im gelben Bereich in Pokémon. Nö, das bei mir auch nicht. Doch, ab jetzt ist eins im Orangen, aber ansonsten vorher auch nicht, aber ich gehe doch nicht mit einem unfertigen Team da rein. Doch. Ich bin einfach so OP, brauche ich nicht. Nee. Das ist zu demütigend. Alter, wird geflext hier. Ist zu demütigend für den Gegner. Okay. Ein bisschen Respekt kann man ihnen schon zollen. Haben sie nie verdient? Nee, das kennst du doch nicht. Überhaupt nicht. Na doch, die sehen schon aggressiv aus. Naja, aber wie du schon sagst, Respekt muss sich erstmal verdienen. Da ich sie nicht kenne. Ja, das heißt auch aber im Umkehrschluss nicht, dass du zu jedem ein Arschloch sein kannst, bis es sich andersrum doch herausgestellt hat. Also. Nee. Nee, ne? Nee, es ist so. Behandle die anderen so, wie du auch behandelt werden möchtest. Außer die hier in Pokémon. Auch die in Pokémon? Nein! Weiß nicht. Jetzt habe ich wieder was losgetreten. Dein Mindset macht mir sehr vieles. Dein Mindset macht mir Sorgen, Benny. Macht mir wirklich Sorgen. Ja, du machst mir auch manchmal Sorgen. Das ist richtig, aber ich habe wenigstens das Recht dazu. Ja, weiß ich nicht. Ah, ja. Nein, ich habe den nicht gewone-shottet. Nein, Mama. Jetzt wird er dir bestimmt dein Pokémon killen, weil du es nicht geheilt hast.
Bäm, Junge. In dein Gesicht. Ich Rosanna, gleich, das schon mal. Kann ich eigentlich jetzt mit dem Erdbeben mein eigenes Pokémon nutzen? Wenn du nicht zufällig schwebst und einen Luftballon trägst, dann ist es sehr wahrscheinlich, ja. Nee, ob ich... Nein! Ob ich's umniete, das wollte ich wissen. Achso. So, die ist tot. Ich hab nur noch den ganz rechts. Oho. Hab ich geschutzschildet, mein Junge. Okay, das ist natürlich jetzt Quatsch, nochmal eine Zugabe zu machen, aber egal. Nein! Och Mann, das Spiel trollt so hart rein, wirklich. Ich hasse es. Warum ist das passiert? Das ist wieder eine Tripelette. Nee, jetzt ist Erdbeben daneben gegangen. Erdbeben. Hm. I mean, hä? Hä? Es ist auch noch Lichtkanone daneben gegangen. Warum? Warum geht denn jetzt alles daneben? Karma? Ja, das kann ja nie sein. Da würde ja alles treffen und sofort kritten. Ich muss nochmal die Fähigkeit von meinem Snowrunner überprüfen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das nicht funktioniert. So, also ich bin durch. Ich habe noch ein Pokémon zu besiegen. Dann warte ich mal ganz kurz. Ich habe noch Animationen anzugucken, aber ich sollte jetzt auch das Ding one-hitten. Kurze Pause. Ja. Also nicht wirklich eine Pause, aber... Zebritz wurde besiegt. So, das war doch mal ein relativ nicer Aufwärmkampf gegen die drei, fand ich. Ja. Hätte ein bisschen mehr EP geben können, aber wir wollen ja mal nicht greedy werden. Sind sogar noch welche bei mir Level abgegangen, also. Ja, ich hatte zwischendurch, glaube ich, auch was. So, unser Lieblingsstoner ist. Aber Kevin, dran. Um dich zu beruhigen, mein Eiktür ist auch eingefroren. Instantly nach der ersten Triplette. Das ist nicht normal, oder? Also, das Spiel hackt safe. Also bei Statusveränderungen hackt es auf alle Fälle. Also ich kann gar nicht weiß, ein Doppelwechsel also, hier. Wir haben hier gerade nur einen von uns oder zwei von uns, die wirklich überführte Hacker sind. Das ist nicht das Spiel, ne? Wollte ich nur noch mal sagen. Ne? Fair, fair. Also lehnt euch da mal nicht so weit aus dem Fenster, ihr. Oh man. Nochmal zur Erklärung, falls es jetzt hier wieder komisch ankommt, weil es die Leute wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, wir wurden als Hacker beschimpft, also als Handhacker wohlgemerkt, und da kann ich mich schon mal rausnehmen, weil ich bin viel zu scheiße in diesem Spiel, um auch nur ansatzweise als Hacker bezeichnet zu werden. Aber also, hier sind sie eigentlich auch fairerweise. Ja, also Benny ist schon gut, muss man sagen, in dem Spiel, kann man ihm jetzt auch einfach mal so attestieren, aber ich weiß trotzdem, dass Benny nicht anhat. Ne? Das hat er gar nicht nötig. Ne? Muss man auch so schaffen. Hast du an? Ja, wollen wir auch so schaffen. Genau, früher haben wir gesagt, hast du an oder was? Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen der ultimative Ritterschlag. Oh, warte mal, ich bin fertig. Okay, jetzt geht der direkt in eine, ja. Eine Konversation. Der kratzt sich an der Wange. Alle Beine. Boah, du hast echt alle besiegt, Alter. Ich habe noch nicht mal einen Dübel durchgezogen. Damit wäre meine Top 4 Challenge beendet. Da kamst du noch einen Satz davor, den hast du wahrscheinlich übersprungen. Ja, den habe ich aus Versehen weggeklickt, weil. Alles klar. Ich wusste, dass direkt losgeht. Blub. Blub. Ihr drei könnt euch endlich mal verpissen und euch irgendwo anders nützlich machen. Keine Ahnung. Verpisst euch einfach. Geht ins Meer oder so. Jesse. Okay. Gut gekämpft. Boah, die drei sind schon richtig unkompliziert und gelassen, aber eigentlich echt schlecht. Ist nicht so nice. Weil ich gar keine Dialoge bin, ihr findet das. So. Einfach. Das nächste Mal bin ich dran. Das hätte besser gepasst, nachdem ich angefangen habe. Was? Ah, dein Team ist noch dasselbe wie bei meiner Challenge. Ich würde es an deiner Stelle ja ändern. Oder willst du echt direkt loslegen? Nee, noch ja. Ich will erstmal heilen. Ja, ich würde es auch nochmal heilen. Heilt doch von Alene, oder nicht? Weiß ich nicht, tatsächlich. Hat er ja gerade eben auch nicht gemacht, deswegen habe ich so ein bisschen Trust-Issues. Achso, ich habe schon... Ding. Ja, okay, hat geheilt. Alles gut, einfach. Okay, bin dabei. Kevin hat recht. Möchte man nochmal betonen hier, Kevin hat recht. Alles so, gut. Dann gehen wir rein. Let's go.
Na, eigentlich müsste ich ja jetzt verkacken, weil ich bin der Einzige, der noch nicht verkackt hat. Also bin ich jetzt ja, erst aber nicht verkackt. Deine Pokémon sind fast Level 100. Komm, bitte. Ist jetzt nicht schlimm, wenn du es nicht machst, Kevin. Alles gut. Also wir nehmen dir das nicht übel. Achso, okay. Denke ich. Ja, okay, na dann ist okay. Ich dachte, ihr seid irgendwie ein bisschen... Nö, ach, alles gut. Nett mit mir, weißt du. Hm. Wir haben doch alle mit Absicht verkackt, um das hier ein bisschen aufzuspicen, weißt du, damit wir nicht so durchrushen und die ganzen Billo-Spieler, die das spielen, ne, unsere Zuschauer, damit sie sich nicht schlecht vorkommen, wenn die dann immer verlieren. Achso, ja. Nee, ist richtig. Ach, sorry, ich habe jetzt übrigens schon alles übersprungen. Ja, ich auch gerade, hab drüber gelabert, sorry. Ich will eigentlich nur kämpfen, sorry. Ihr alle die ganze Zeit geredet habt. Und ich dachte, ihr werdet irgendwie schon, ich weiß nicht. Du musst reinlabern, das ist schon immer so. Na gut, da hat er auch wieder recht. Ja, egal. Wir haben, das war, glaube ich, kein wichtiger Dialog. Das ist doch eh. Der hat bestimmt irgendwie wieder Meth reingezogen. Das kennen wir doch. Naja. Legen wir mal los, Bro. So. Mit was lead ich denn? Ach ja, mit denen da. Oh, aber. Ah, nice. Nice, nice, nice. Was denn? Zumindestens wirkt erstmal meine Sonne. Ein Dragoran Libeldra, holy mother of god. Ja, das ist not bad. That's one hell of a combi. Die sind auch fucking schnell, ne? Also beide sind ultra schnell. Schneller als meine. Also ich glaube, dass die Fähigkeit von meinem Snowrunner entweder nicht greift, oder es einfach nur unfassbar langsam ist. Also so, ja, da macht einfach richtig unfassbar. So, Tarnsteine sind ausgelegt. Jawoll, tschüss, Libeldra. Aber scheiße, Dragoran hat Turbo-Tempo, das ist natürlich dumm. Ja. Hat's bei mir auch nie gemacht. Wird's aber vermutlich jetzt auf mein Eigtür machen. Das heißt, das war relativ useless, dass ich nicht geboostet habe, aber egal. Dragoran macht Rückenwind bei mir. Okay, nee, bei mir macht's immer Turbo-Tempo, aber ich muss sagen, der Aurora-Schleier rettet gerade ganz gut. Auch wenn er nicht meine Vorhalle gerettet hat. Naja. Ah, ich bin aber auch dumm. Ich wusste, dass das passiert und trotzdem gehe ich noch auf rechte Hand, weil ich es nicht wahrhaben will. Jedes Mal der gleiche Scheiß. Das wird schon nicht passieren. Komm, der ist nicht so schlau. Yeah. Sowas backfired in dem DLC tatsächlich mal. Ausnahmsweise. Ja. Finde ich dumm. So, machen wir mal ein Schutzschild erstmal. Maxax. Ja. Okay. Ob das mein Rihonya überleben wird? Ja, safe. Freizeit. Wie ich ihn mit meinem Schutzschild gecountert habe. Oh mein Gott, ist der schlecht. Tschüss, Dragoran. Wetten, irgendjemand hat eine Eisattacke? Erdbeben. Hä, wieso ist denn jetzt? Verstehe ich nicht. Die haben gerade beide Breitseite eingesetzt, ne? Und das senkt den Angriff. Soweit so nachvollziehbar. Das eine Mal ist durch Umkehrung der Angriff von meinem Lyon-Quest gestiegen. Und beim zweiten Mal ist er aber wieder gesunken. Also wirkt Umkehrung nur einmal? Eine gute Frage. I know. Das ist schon wieder useless. Das ist, dass der jetzt Gewaltrohr in Kampf schickt, ist aber auch der ultimative Schlag ins Gesicht von Game Freak, ne? So nach dem Motto, ja, haha, Gewaltrohr, war mal Drache, aber not in this game, my friend. Denkst du? Ja, hat schon ein bisschen was Boshaftes, wie ich finde. Na gut. So. Damit war auch zu rechnen, aber das ist okay. Es war klar, dass der Steinhagel gegen das eine Pokémon, wo es effektiv ist, daneben geht. Immer das Gleiche. Eieieiei. Okay, der Delegator war gerade eine gute Entscheidung, stelle ich fest. Los, Matze! Guck mal. Matze in den Kampf. Ich mach's immer noch.
Nice, und da ist sein Maxas weg. Also mir macht tatsächlich am meisten der Rückenwind zu schaffen. Also mir macht alles zu schaffen. Tatsächlich, der Rückenwind ist okay. Okay. Also hauptsächlich, weil er bei mir nicht eingesetzt hat. Ja, also ist schön. Wert hier komplett durchgespielt von der ersten zwei Pokémon, also. Hat gerade so ein Anno. Also wie immer. Ich einfach nicht zugehört, wie immer geredet habe. Ah. Also wie immer beim Benny. Mal sehen, ob ich eher dran bin als er. Nee, bin ich nicht. What? Ist Gewaltro so schnell? Ja, Gewaltro ist schon flirt. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, es ist so. Drei Pokémon krieg ich noch. Jetzt kommt der Loss. Alter, dieser Delegator, ne? Er hat jetzt echt drei Runden weggetankt. Das ist richtig gut. Für dich oder was? Ja. Okay. Dadurch habe ich Lajovi-Press so lange am Leben gehalten, dass es mein Matze boosten konnte. Mein Dings ist jetzt Level 99, mein Senko. Massiv. Maschine, Alter. So, der hat noch zwei Pokémon. Das werde ich wahrscheinlich abwerfen. Und mit dem machen wir eine Hitzewelle. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ach stimmt, so ein Solarstrahl ist ja sinnlos ohne Sonne. Naja, egal. Oh, verkehrs. Hä, wieso siegt der Angriff von Lajovi-Press? Ich habe doch Umkehrung, das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Also das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Tatsächlich. Das hat's überlebt? Wow, ist das Gewaltro schlecht. Wieso hat er das überhaupt im Team? Warum existiert es? Um dich zu trollen? Ja, nicht ist mal so. Dann, eben nicht. Also ein Troll wäre es jetzt gewesen, wenn ich besiegt hätte oder so, aber nein. Cedra King, interessant. So, er hat nur noch ein Pokémon. Ein Pridoradon. Nice. Ah, okay, Pridoradon ist also das letzte. Mhm. Okay, aber meine Taktiken beide gehen hier tatsächlich gerade einigermaßen gut auf. Ich glaube aber auch, dass mein Aurora-Schleier noch wirkt. Ich glaube, das hilft mir gerade auch deutlich weiter. Okay, gegen Bridoradon habe ich ja, denke ich, noch meinen Rummenigge. Der sollte da. Er hat verfehlt! Ich weiß nicht genau, was er eingesetzt hat, aber die Attacke hat verfehlt! Was ist mit ihm? Und so, was ist Top 4? Na gut. Das Blut des Drachen brodelt. Na, alles klar. Wen macht er denn jetzt zum Drachen? Pridoradon? Das ist geil. Ja. Was ist los, Kevin? Lass es teilhaben. Der hat Stromstrahl auf mein Kraftwerk eingesetzt, aber leider absorbiert meine Fähigkeit seinen Stromstrahl. Damit habe ich es negiert. So, was war das letzte? Sauerkirschen. Er hat Gewaltro, Cedra King. Dragoran, Pridoradon, Libeldra, Pridoradon. Ja, der hat ja nur vier Pokémon, what the fuck? Wie, der hat nur vier? Nee. Nee, der hat vier. So. So. Ja, das kann sein. So, ich bin fertig. Gut. Kann ich vielleicht nochmal. So, mal gucken, ich müssen machen. Nicht mal einen Trank einsetzen. Bin stolz auf mich. Stromstrahl. Auf. Auf. Ist das eine Zwei-Runden-Attacke? Umstreu, ja. Solange kein Regentanz draußen ist, schon. Das ist doch komplett behämmert. Ich mag sie doch jetzt weg. Was ist mit ihm? Ah, jetzt hat sich der Aurora-Schleier gelüftet, okay. Wenn du einen Pridoradon one-shotten kannst, dann. Okay. Na, ich muss es nicht one-shotten. Ich habe ja schon die Hälfte von Pridoradon in der ersten Runde abgezogen. Die zweite Hälfte ziehe ich ihn jetzt ab. Na, dann ist doch gut. Ja,
Body Slam. Ja, niemand überlebt, wenn Matze über einen drüber rollert. Wir alle wissen das. Das kann man so in verschiedene Richtungen verstehen, ne? Was du nicht sagst. So, das war tatsächlich auch ein äußerst einfacher Kampf, wie ich finde. Also muss ich mich Kevin anschließen. Ich habe nicht mal einen Trank gebraucht. Wie viel hast denn du verloren, Pokémon, Kevin? 4. 2. Ja, wie gesagt, der Rückenwind war es einfach bei mir. Also die waren halt alle schneller als ich. Ja, das Ding ist, das war bei mir relativ egal. Also auch wenn das eingesetzt hätte, ich war glaube ich sowieso immer langsamer, von daher... Na gut, nee, dann hat er meine halt gewone-shottet. Also. Nee, das zum Glück nicht. So, Benny, sollen wir den Dialog dir schon mal abnehmen oder siehst du ein Licht am Ende des Tunnels? Warte mal, ich sehe ein Licht, aber ich müsste mal kurz Kampf. Ich müsste aber einen Lichtschalter betätigen. Ich find's total lustig. Okay, ich glaube, Benny ist ein bisschen gereizt, ja. Wie können wir das denn wieder hinkriegen, Benny? Soll ich mal nach witzigen Dad-Jokes für dich googeln? Nö, passt schon. Zu spät. Ich glaube, das macht's eher schlimm. Ich hab's befürchtet. Aber so. Das macht's eher schlimm. Pass auf. Oktopusse suchen ihre große Liebe auf Tinder. Nice. Naja, den fand ich jetzt nicht mal so geil. Ja, du findest nie irgendwas geil. Ist ja auch ein Dad-Joke, natürlich nicht. Ja, ja, schon, aber als Dad-Joke nicht cool, fand ich. Also, ah, okay. Aus Tinder einfach, weiß ich, naja. Tinter, verstehst du? Ja, ja, aber da ein T aus dem D, nee, finde ich nicht gut. Okay, pass auf. Wie nennt man homosexuelle Einbrecher? Keine Ahnung. Queer-Einsteiger. Okay, der ist not bad. Der ist okay. Den feiere ich dafür. Schon geil. Der ist gut. Der ist besser. Hast du noch ein paar? Der wird dir nicht gefallen. Ich hab Ansprüche. Oh, ja. Das. Grüße gehen raus an unseren Deadshow-König, unseren neuen. Der ist für dich. Hab mir neulich ein Gespenst gekauft. Ich hab jetzt geistiges Eigentum. Jetzt hofft ihr alle, dass Benny noch schneller gewinnt, ne? Ich weiß. Oder der auch ist nicht. Und ihr mögt Dad-Jokes, das kann ich verstehen. Dad-Jokes ist eigentlich lustig. Das ist auch schön, ne? Ich werde mich bei der Bundeswehr als Gebirgsjäger bewerben. Das kriege ich schon hin. So schnell sind die Gebirge ja nicht. Oh, nice. Uiuiuiui. Wie nennt man eine Ziege mit Dynamit? Ja? Attentat auf Erdogan? Nee, fast. Eine zickende Zeitbombe. Uiuiuiui. Benni, wie lange brauchst du noch eigentlich? Okay, ich müsste hier nochmal irgendwie eine Attacke machen. Setzt gerade Stromstahl ein, dadurch wird vermutlich ein Pokémon beim Mindflayer besiegt. Mindflayer? Der ist nicht lustig, aber ja, zumindest kann mein Fiabo noch was machen und ich glaube, danach könnte ich vielleicht. Entweder es besiegt jetzt schon. Nee. Zähigkeit wirkt, aber vielleicht kann ich mit meinem Renoster noch was machen. Keine Ahnung. Was macht denn der sechste Mutti, wenn sie ins Kinderzimmer geht? Sie schaut nach dem Rechten. Hab ich ja recht gehabt, quasi. Ja, basically. Oh mein Gott. Sehr ja, gut, es sollte klappen. Das setzt nochmal Stromstahl ein. Der passt jetzt, der passt voll gut gerade, finde ich. Wie heißt der nordische Gold der Gott der Ungeduld? Hammer's bald. Der, also... Not bad, die sind schon nicht schlecht. Ist schon wirklich, also weiß nicht, ob ich jetzt so gut finde, weil ich langsam alt werde, oder ob da wirklich ein paar Dinger dabei sind, die nicht ganz schlecht sind, ne? So, die sind doch tatsächlich einfach gut. Okay. Ja. So, Benny hat es dann auch geschafft. Schätze ich mal. Das ist schön. Dann kannst du ja den Dialog machen. So hab ich mir das vorgestellt. Nein, Kontrolle ist aus. Stopp, Leute, es tut mir leid. Alles klar, passt auf. Kein Problem, kriege ich hin, die Zeit kriege ich überbrückt. Welche Vögel
können Zeichensprache. Die Tauben. Aber können die Zeichensprache? Müssen die das nicht auch erst lernen? Ja, weil es die Tauben... Die Taube... Ja, aber... Muss man ja nicht zwangsläufig lernen. Man kann ja auch einfach keinen Bock drauf haben auf Menschen. Und so, fertig. Reicht dann wieder. Wow. Gut. Was sind doch das hat übelst viel Spaß gemacht, oder? Kannst du gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich dich in die Liga AG eingeladen habe. Ich habe es nie so nur einen Umsatz gemacht. Jetzt, wo du gegen mich gewonnen hast, müssen wir dich auch offiziell in die AG aufnehmen. Na, das sagst du zu unserer Drogen AG. Naja. Oh. Nee, doch, bin dabei. Bin gut. Oh, Mama. Gute Antwort. Lass uns gleich ein Foto machen, das du für deine Anmeldung benutzen kannst. Oh, Junge, du hast eine ganz schöne Fahne. So, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, sonst wird Dara wieder stinkig. Das mit dem Foto ist ziemlich ernst, weißt du? Da war doch noch was. Mein Neff vernebeltes Gehirn, ich weiß nicht mehr. Stimmt. Kriegst noch eine DM von mir, weil du ein Top 4 Mitglied gesiegt hast und so. Ich hab total vergessen, eine einzupacken. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Ernsthaft jetzt? Ja. Sorry, dass du warten musstest. Das war's. Da hast du Top 4 Bürgerliga besiegt. Dafür kriegst du natürlich auch die versprochene Belohnung. Hier ist MyMG. Drachenschrei. Das anspornende Drachengebrüll hebt die Moral aller Mitstreiter und erhöht ihre Folterquote. Der Effekt ist stärker, wenn sie dem Typen Drache angehören. Das bisschen Staub stört dich doch nicht, oder? Du hast dich echt in kürzester Zeit in der Blaubeerliga nach oben katapultiert. Ich bin klar wegen beeindruckt. Jetzt musst du es aber auch bis zur Spitze durchziehen, oder? Nur weil eine Blaubeer Top 4 besiegt hat, darf den aktuellen Champ, den alten Mio, herausfordern. Ist ja schon die Pflaumenbirne. Endlich! Ich warte schon ewig! Von dir hätte ich erwartet, dass du die Top 4 schneller besiegst, Kevin. Sag mal, Jo, bist du immer noch so fett? So richtig versessen auf Elodie? Hast dir wieder irgendwas neigepfiffen, dass du Wahnvorstellungen hast? Das sagt der Richtige, du Abhängiger! So fleißig, wie du ihn unterstützt. Ich hab nur getan, was hier ein guter Bro tun wird, aber nicht zu einer neuen Schülerin. Oh. Jeez. Von wegen. Ich hab keine Ahnung, was du vorhast, aber damit ist jetzt eh Schluss. Kevin. Lass uns ein für alle Mal herausfinden, wer von uns beiden stärker ist. Endlich ist es soweit. Ich bin gespannt. Für den Kampf um Platz 1 kannst du dich bei mir Fangen am Eingang melden. Außer also, dann spann mich länger auf die Folter. Ciao. Reicht dann noch wieder. Es reicht ja, dann noch wieder. Diesen Kampf wird es geben, aber nicht mehr in dieser Episode, denn die Folge ist an der Stelle jetzt vorbei gelaufen. Finito. Wir haben es tatsächlich alle geschafft. Den letzten der Top 4 zu besiegen, von dem man irgendwie denken könnte, er war der stärkste, weil er der Drachen-Pokémon einsetzt. Aber wahrscheinlich habe ich da einfach nur so das Siegfried-Trauma aus der ersten und zweiten Generation noch. War tatsächlich gar nicht mal so schwer. Und wie schwer es jetzt gegen Jo werden wird, das finden wir dann in der nächsten Folge heraus. Die kommt wie immer am kommenden Sonntag und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr alle wieder bei uns einschaltet. Und alle, die jetzt wieder zu Kevin gewechselt sind, dürfen auch gerne wieder zu mir zurückkommen. Aber es ist kein Muss, ne? Bis dahin, macht's gut, ciao, habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüssi.